Servus zusammen, ich befinde mich hier in einem Skoda Kamiq und zeige euch das am Nutzen im Infotainment-System. Als Radio-Hauptseite hat man die Speicherliste. Die sind so aufgegliedert. Oben hat man eine Uhrzeit, links die Straße, wo man sich befindet, rechts Akku und Handynetz. Empfangsanzeige und die Gradanzahl. Dann den Namen des Radiosenders, die Quelle, den Radiotext, links und rechts kann man die Sender wechseln. Unten hat man 6 Speicherplätze mit jeweils mit dem Logo des eingespeicherten Senders und das mal 6. Also man hat 6 Seiten. 6 Speicherplätze zum Einspeichern. Dann hat man hier FM-DAB, die Quelle, FM-DAB, meine MIDI und Bluetooth Audio, Senderliste, links ein Logo, dann der Name, Quelle, Slideshow, eingespeichert. Wenn man hier anschaut, machen wir lauter. München. Regensburg. Rosenheim. Oberpfalz. Mittelfranken. Niederbayern. Ingolstadt, Augsburg, Mittelfranken, Augsburg, ja, genau. Dann hat man hier links Radiotext, rechts Slideshow, hier nur Radiotext. Die Slideshow muss bald kommen. Ja, beim anderen Sender. Genau, dann gehen wir mal zu den Einstellungen. Klang, Scan, Pfeiltasten, Senderliste oder Speierliste. Verkehrsfunk, Speieranträge löschen, Senderlogos, Radiotext, erweiterte Einstellungen. Automatische Auswahl Senderlogos, Region für Senderlogos, zusätzlich Diabetes sorgen, Wechsel zu ähnlichen Sendern bei schwachem Empfang. Das ist sehr witzig, da wird zum Beispiel von Freies Radio Z aus Nürnberg dann umgeschaltet auf Galaxy Amberg-Weiden oder von Gong FM Regensburg zu Rockantenne. Und dann hier Senderanzeige FM-DAB oder FM. Dort hat man dann nur die FM-Sender, was man hier hat, ohne PTY, also links Logo, nach RDS und halt FM als Anzeige. Dann kann man hier auf Sender, Radiotext, schalte mal auf oben. Also hier Logo und dann da der Radiotext. Wenn es geht. Ja, hier zum Beispiel. Oder nur Radiotext. Und da kann man auch noch manuell suchen. Also oben ist dann immer schnell. Und da kann man dann immer feintunen, sage ich jetzt einmal. Geht Österreich? Ja, geht Österreich. Und ist jetzt FM4. Das ist Ö3, gleich mit RDS. Wenn man hier anschaut, dann auch mit Logo.
könnte man noch testen? Das wäre Energy München. Das wird draußen jetzt. Ja. Gehen wir wieder BFM. Man kann immer jeweils, wenn man nur eine FM-Liste ist und auf den Speicherplatz drückt von einem DAB-Sender, dann wieder umschalten auf der FM-DAB-Listen. Jetzt schauen wir mal auf eine Slideshow. Genau, hier wäre die Slideshow. Und die läuft dann da durch. Genau. Empfang ist auf FM mäßig, sage ich jetzt einmal. Schlechter als wir jetzt bei meinem Auto, und bei DAB ist es ein bisschen besser, sage ich jetzt einmal. Weil doch Sender gehen, die jetzt bei mir zum Beispiel nicht gehen. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.